kaputt. Ich kann nichts mehr tun. Außer, na gut, aber ich habe keine andere Möglichkeit. Ich komme hier nicht mehr raus. Gut. Wo landen wir denn? Wieder im Wasser? Das wäre ja ganz famos. Ich habe echt Lust drauf. Nein, ach, Gott sei Dank. Aber ich werde das Rätsel nochmal machen müssen. Dann werde ich jetzt aber erstmal hier unten mich umgucken. Ah, ich war mir gerade unsicher, ob ich da tatsächlich laufen kann. Na, schau mal, wenn das es dunkel ist. Ist ein Tor offen. Hier ist ein Fisch, der ist aber noch zu. Hier sieht es aus, als könnte hier mal eine Tür aufgehen. Da hinten auch. Ach, ihr seid da. Okay. Ich verstehe. Und da hinten ist das Tor noch zu, das eine, ja? Ah, da muss ich so ein Ding draufstellen, okay. Habe ich hier aber noch nicht. Habe ich noch nicht! Da oben ist auch noch mal so ein kleines Tor. Dann machen wir es doch gleich mal hier. So, was war hier nochmal? Ah ja, der Schlüssel. So, da hinten war ja nichts. Und da hinten haben wir Licht gemacht. Und diesmal springen wir nicht rund. Naja. Huch. Sag mal. Steuerung. Diese Musik erinnert mich auch irgendwie an einen alten Zeichentrickfilm, aber fragt mich nicht mehr, wie der heißt. War das Ding? Das bucklige Pferdchen? Ich weiß es nicht mehr. So, was mache ich denn mit dir da hinten? Was ist das denn? Nö. Okay. Ich dachte, vielleicht kann man darüber springen. Jetzt sind wir wieder unten.
Jetzt sind wir wieder unten. Da hoch kann man, aber man kann dann nicht da hoch. Wie schade. Okay, die sagen nichts. Da ist Wasser drunter. Höre ich das richtig? Jetzt kann ich da rein, genau. Ich wollte gerade fragen, wofür habe ich den ganzen Käse jetzt gemacht? Wie ich da rein darf. Irgendwas? Wundert mich, dass die hier nicht mehr sind. Also, dass sie sich nicht dann einfach hierher verkrümelt haben, die Dinger. Immer das möglich ist. Wie kriege ich den da jetzt raus? Oh, ich brauche nur das Kleine, okay. Oh. Jetzt ist er ganz tot. Tut mir leid, Baum. Irgendwas fehlt doch noch. Kann ich das ablegen? Ich habe es gerade weggerollt. Ah, da hinten hin. Ich möchte gerne wissen, was mit der anderen Tür da hinten ist. Das macht mich jetzt ganz närrisch. Ich will da in diese Tür rein. Die da. Aha. Das dürfte einfach zu weit sein. Da habe ich auch keine weißen Dinger, die mir normalerweise zeigen, wenn ich irgendwo ranspringen kann. Nee. Das da drauflegen? Okay. Da komme ich ja auch nicht weiter. So ein Ding. Moment, bevor ich irgendwas tue, gucken wir noch mal kurz. Okay.
ich das jetzt mitnehmen? Warte mal. Ich kann, glaube ich, damit oben nichts anfangen. Ist hier irgendwas, wo ich das draufstellen kann? Nö. Finde ich irgendwie cool, diese Art Rätsel. Geht jetzt hinter mir zu. Natürlich sind sie zugegangen. Ich weiß auch noch nicht, ob das richtig war, dass ich das Ding mitgenommen habe. War richtig. Das wäre jetzt gewesen, hätte ich es nicht mitgenommen. Wäre vielleicht die Tür nicht zugegangen. Ich hoffe, die Tür wäre dann einfach nur nicht zugegangen. Damit ich schon mal zurücklaufen kann, um es zu holen. Und dann wäre vermutlich die Tür zugegangen. Ah. Das ist das, was uns das eine gezeigt hat, dass, wie soll man es nennen? Der Roboter. Ich nenne es jetzt Roboter. Also was ist es ja auch. Aha. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mich da an der Tür vorbeicheaten kann. In Anführungsstrichen. Ah, wir haben ein Windspiel gefunden, das so aussieht wie die Roboter. Mensch. Schönes Detail. Schönes Detail. So viel verpasst. Wie ich schon in der letzten Aufnahmesession gesagt habe, wir haben den Fuchs gefunden. Das ist das Wichtigste. Der Fuchs. Füchse sind awesome. Genauso wie Hamster. Hamster und Füchse. So, kann ich jetzt dann hier einfach loslassen? Ich denke, darüber hätte ich eh nicht gekonnt. Jetzt auch gar nicht wirklich. Wäre jetzt nicht wirklich sinnvoll gewesen. Jetzt habe ich das da. Was mache ich denn jetzt damit? Kriege ich das hier rauf? Nein.
Bring ich das hier weg? Nein. Muss das... Ja, aber ich krieg's ja da nicht drüber. Doch, da krieg ich's drüber. Ach du meine Güte, was ist das denn? Ich wollte nicht, ich wollte. Oh! Wir haben es kaputt gemacht. Der Kopf sieht aus wie von einem Big Daddy. Oder, ach, wie hießen das aus Portal 2? Weasley? So, was mache ich denn jetzt mit dir? Ich kann dich jetzt irgendwo hinschieben? Huch! Ah ja, das ist sowas wie Schienen? Oder wollte man mir es einfach nur leicht machen, weil das so lange gedauert hätte, den von Hand zu schieben? Aber hier ist die Tür zu. Das finde ich nicht nett. Ach, da hätte ich auch hochgekonnt? Oder ist das was anderes? Nee, das ist dasselbe. Kann ich ihn nochmal zurückholen? Ich weiß nämlich jetzt nicht. Nee, kann ich nicht. Vermutlich wäre die Tür offen gewesen, als er da drauf gestanden hat. Ich verpasse so viele Dinge, weil ich einfach das mache, was man von mir erwartet. Jetzt muss ich dir ein paar Beine geben. Sehe ich das richtig? Moment. Bevor ich den Fehler jetzt wieder mache, will ich jetzt erstmal gucken, was hier drin ist. Okay. Wo bin ich denn? Ah ja. Das sind die Beine, aber da muss ich erst scheinbar den Kopf da hochkriegen. Okay. Was ist hier? Habe ich mich eben erschreckt? Okay. Sehe, was du von mir möchtest.